Reihe Programmieren mit Madcat und ich möchte mit diesem heutigen Tutorial, was teilweise oder größtenteils aus einem Vortrag besteht und nur kleine Teile in Madcat, in das Thema Wiederholungen bzw. Schleifen einführen. Schleifen sind aus meiner Sicht, wenn ich jetzt so zurückschaue auf die Kurse, die ich bisher hatte, wo es um die Einführung in die Programmierung ging, aber auch auf meine eigene Erfahrung, wie ich erst einmal mit Programmiertechnik in Berührung kam, das, wo sich die Kursteilnehmer in der Regel am schwersten tun, im Vergleich zu Wiederholungen. Da gibt es nicht diese, das Verständnis ist da nicht so leicht herzustellen und es bedurfte bei mir, und das gilt vielleicht auch für die meisten der, ja, der Kursteilnehmer, doch einiger Übungen, bis man das wirklich einigermaßen intus hat. Ja, das sollte man bitte beachten, wenn Sie sich mit Schleifen beschäftigen. Zunächst der Vortrag ist das eine, das Grundverständnis dafür, aber dass man dann wirklich damit relativ sicher umgehen kann und sofort erkennt, was man, wann brauche ich eine Schleife und was nehme ich für eine Schleife, und dass man sie dann sauber auch implementieren kann, egal in welcher Sprache, sei es Madcat, Java, C++ oder was auch immer. Das bedarf dann noch weiterer Übungen. Und das kann man nicht so ohne weiteres aus meiner Sicht aus einem Vortrag lernen. Wir werden uns in dieser Reihe hier auf Madcat konzentrieren. Wir werden das Ganze in Madcat implementieren. Liegt einfach daran, weil das aus meiner Sicht relativ einfach umzusetzen ist. Ich zeige hier dennoch parallel mit dazu die Implementierung im VBA. Das liegt einfach daran, zum einen, weil ich ja parallel mit Excel unterrichte und da läuft halt das VBA im Hintergrund mit, da kann man halt mit über VBA sogenannte Makro schreiben und das auch automatisieren. Und ich möchte allerdings auch hier zeigen, wenn ich jetzt die theoretischen Grundkonzepte der Algorithmik demonstriere, wie das quasi in anderen Sprachen relativ ähnlich aussieht. Das heißt, wenn man einmal verstanden hat, wie das funktioniert, das Grundprinzip verstanden hat, dann tut man sich auch relativ leicht, das dann in einer anderen Sprache umzusetzen. Und das möchte ich halt hiermit demonstrieren, indem ich halt den VBA-Code hier mit einblenden und auch mit zeige, obwohl wir uns hauptsächlich hier mit Madcat beschäftigen wollen. Ja, kommen wir zu den Schleifen. Auch Wiederholung genannt in der Algorithmik, und ich möchte zunächst erstmal mit der mit den beiden Iterationsschleifen anfangen. Und da unterscheiden wir die Iterationsschleifen, je nachdem, wo dann die Wiederhol- oder Abbruchbedingung steht. Zunächst gibt es die kopfgesteuerte Iterationsschleife. Und ich habe mir so ein Beispiel überlegt, was relativ, wie soll ich sagen, relativ verständlich sein sollte, hoffe ich doch. Was allerdings jetzt zu den Sprachen, die wir hier wählen, sei es jetzt hier VBA oder Madcat, nicht unbedingt umsetzbar ist. Ja, ich kann das zwar schon dann entsprechend mit einem Pseudocode schreiben, bloß er würde nicht funktionieren. Ja, dennoch möchte ich diese Beispiele nehmen, weil ich doch hoffe, dass sie so allgemein verständlicher sind, als wenn ich jetzt mit irgendwelchen mathematischen Beispielen hier ankomme, ja, oder gar technischen Beispielen. Ja, mein Beispiel für eine kopfgesteuerte Iterationsschleife wäre zum Beispiel das folgende: Solange das Fenster okay ist, also in Ordnung ist, mache es auf und zu. Ja, ich wiederhole quasi die Vorgänge öffnen und schließen, so lange, wie das Fenster im Prinzip nicht kaputt gegangen ist. Ja, eine andere Formulierung. Und zunächst wollen wir uns das Ganze hier mal darstellen in einem Flussdiagramm. Das ist immer der erste Zugang, ist die Darstellung über ein Flussdiagramm. Und das sieht dann so aus. Hier ist immer der ganze Prozessablauf dargestellt. Wir fangen an hier mit einem Start. Ja, hier geht das quasi los. Und wir haben hier unsere Wiederholbedingung. Ja, das heißt, Window ist okay. So ist die genannt. Moment, das muss ich mal kurz. So, hier haben wir. Hier ist quasi unsere Wiederholbedingung. Und das kann allerdings auch eine Abbruchbedingung sein. Ja, also hier ist es so formuliert, dass es quasi eine Wiederholbedingung ist. Ja, ich könnte aber auch sagen, bis das Fenster kaputt ist, mache es auf und zu. Das wäre dann eine Abbruchbedingung. Ja, das kann man natürlich sehen, wie man will. Also, Window ist okay. Ich habe das mal hier in eine objektorientierte Schreibweise überführt. Ich habe quasi ein Objekt Window und es hat halt die Eigenschaft, dass es mir anzeigt, ob es okay ist oder nicht okay ist. Und ich kann es jetzt hier abfragen, ist das Window okay? Wenn das wahr ist, dann mache ich es auf. Erster Prozess oder erste Anweisung. Dann schließe ich es wieder und dann prüfe ich wieder, ist das Fenster okay? Ja, und das mache ich halt so lange, bis irgendwann nicht mehr okay ist. Der Charakter in der Iterationsschleife
zeigt sich auch darin, dass ich eben nicht weiß, wie oft ich sie durchlaufen muss. Ja, das kann sein, das Fenster muss 100 Mal auf und zu gemacht werden, bis die Schleife abbricht. Das kann nur 5 Mal sein. Übrigens bei dieser Form der Wiederholung kann es sogar so sein, dass das Fenster überhaupt nicht auf und zu gemacht wird, denn ich stelle jetzt schon fest, bevor ich das erste Mal in die Schleife hineingehe, das Fenster ist nicht okay und mache es gar nicht auf und zu und die Sache ist beendet. Das heißt, ich komme gar nicht dazu, die Schleife zu wiederholen. Das ist übrigens wieder ein wichtiger Eigenschaft einer kopfgesteuerten Wiederholung oder kopfgesteuerten Iterationsschleife, dass am Anfang der Schleife oder Wiederholung steht halt die Wiederhol- oder Abbruchbedingung. Das heißt, ich prüfe, bevor ich in die Schleife hineingehe, ob sie überhaupt ausgeführt wird. Ja, das ist in dem Fall natürlich, wie soll ich sagen, auch eine sinnvolle Variante, denn wenn das Fenster kaputt ist, kann ich es eventuell gar nicht auf und zu machen. Ja, diese Schreibweise macht in dem Fall auch Sinn. Ja, so viel zum Flussdiagramm. Also sobald die Wiederholbedingung nicht erfüllt ist, gehen wir hier in diesen Zweig. Das ist quasi eine zweiseitige Verzweigung, wenn Sie so wollen. Ja, allerdings durch diesen Pfeil, der zurückführt, erkennt man daran eine Wiederholung. Ja, das bitte beachten. Und wenn die halt nicht erfüllt ist, Wiederholbedingung, dann wird das Ganze beendet und der Algorithmus ist abgeschlossen. Schritt wäre jetzt hier mal zu schauen, wie sieht das Ganze im Struktogramm aus. Schauen wir uns mal das Struktogramm an. Das sieht dann so aus, ist mal überführt, ja, hier 1 zu 1 überführt. Das heißt, ich habe hier wieder meine Wiederholbedingung. Wie gesagt, könnte auch eine Abbruchbedingung sein, das würde dann until heißen. Ich bleibe mal hier bei dieser Form, also while window ist okay. Hier oben ist quasi der sogenannte Schleifenkopf. Und dann steht hier so eingerückt, was das meistens hier auch mit einer Linie abgetrennt, dann nochmal die Anweisungen, die wiederholt werden sollen. Also window open, aber window shut. Das ist quasi die, ja. Kurzschreibweise. Das wäre jetzt das Struktogramm. Und nächster Schritt wäre jetzt mal zu gucken, wie sieht das in Matcat aus. Schalte mal auf Matcat um. So, also while window ist okay, so gibt man das dann ein. Also hier wieder die Wiederholbedingung, die ist auch in Matcat, heißt das auch übrigens while. Ja, das ist ganz interessant. Muss nicht immer so heißen, aber doch in den meisten Programmiersprachen ist das while. While window ist okay und dann rückt man hier wieder ein die beiden Anweisungen, Window Open Up und Window Shut. Schauen wir uns ganz kurz an, wie man das in Matcat eingeben würde. Ja, wohl wissend, das würde hier nicht funktionieren. Ja, ich kann das zwar hier eingeben, aber das ist für Matcat macht das keinen Sinn. Wir haben ja keine Fenster oder so. Ja, das bitte beachten. Ich gehe also hier auf die Programmierung. Ja, ich könnte jetzt direkt gleich, weil die Programmierung nur aus der Schleife besteht, könnte ich jetzt direkt mit while anfangen. Ich könnte aber auch erstmal die Programmierung setzen und dann kommen hier irgendwelche Anweisungen und dann kommt irgendwann die While-Schleife. Ja, das geht natürlich auch, ja, dass sie dann irgendwann später folgt. Ja, sollte aber Ihre Programmierabschnitt nur aus dieser Schleife bestehen, dann können Sie auch direkt hier anfangen. So, dann schreibt man hier die Bedingung rein hier oben nach der While-Schleife, also Window, also hier haben wir es, Window. Punkt ist okay. Und jetzt habe ich einfach das ein vorbereitet, damit es dann schneller geht. Ja, dann haben wir hier Window Open Up und Window Shut. Und so kann man das in Matcat eingeben. Wie gesagt, bitte beachten Sie, dass es hier rein ist, geht es nur um die Notation. Das würde natürlich in Matcat so nicht funktionieren. Kommen wir zurück zum Vortrag. Das war jetzt die Schreibweise in Matcat, wie man sowas implementieren würde. Sie sehen auch hier, dass dieses Struktogramm viel, viel näher an der späteren Implementierung jetzt hier in Matcat ist als zum Beispiel das Flussdiagramm. Ja, deswegen tut man jetzt in der Didaktik, das heißt, wenn man die Programmiersprachen den Leuten beibringt, speziell die Algorithmik, werden oft Struktogramme verwendet, um einfach den Zwischenschritt nochmal zu erleichtern, um vom Flussdiagramm, also vom allgemeinen Prozessablaufplan zur Implementierung zu gehen, geht man nochmal den Schritt über das Struktogramm. Schauen wir uns das noch ganz kurz an, wie schon angedeutet, das nochmal in VBA, also nochmal im Vergleich zu einer anderen Sprache. So, das kommt's. Jetzt kommt's. Hier ist einmal die Schreibweise, wie man das in VBA schreiben könnte. Auch hier ist das ein Pseudocode. Das würde auch im VBA nicht funktionieren, obwohl sie dort theoretisch, das ist ja eine objektbasierende Sprache, könnte man sich theoretisch so ein Objekt bauen, ja, und was dann vielleicht sogar mit irgendwelchen grafischen Elementen irgendwie auf und zu geht. Das würde durchaus in VBA noch eher funktionieren als in Matcat, ja. Wobei das allerdings da wenig Sinn machen würde. Aber dennoch, man könnte das jetzt hier als
Pseudocode quasi implementieren. Wir sehen hier die verschiedene Schreibweise, wie man das machen könnte. Also das wäre hier oben der Schleifenkopf, ja, was Sie hier sehen, beziehungsweise hier, das wäre jetzt hier um VBA, also do while window is okay. Jetzt kommen die beiden Anweisungen, die rückt man meistens ein. Man muss es allerdings nicht einrücken, weil man sieht immer, die Schleife geht immer von Schleifenkopf zu Schleifenfuß. Ja, also do loop ist quasi immer das Konstrukt. Ja, dazwischen ist dann quasi zwischen do und loop steht dann immer der Teil, der wiederholt werden muss. Das können mehrere Anweisungen sein oder nur eine. Das, was hier eingerückt wird. Und dann kann man hier immer dann eine Wiederholbedingung schreiben, weil es gibt aber auch until. Ja, man könnte das auch so umschreiben, dass man sagt, solange das Fenster nicht okay ist, ja, dann kann man es aber auch so schreiben, do while not is broken oder auch so. Ja, es gibt verschiedene Schreibweisen im VBA, wie man diese Sache implementieren könnte. Ja, also hier oben finden Sie die Schreibweise, die wir jetzt auch in Madcat gemacht haben. Im Übrigen, ich könnte auch in Madcat das ein bisschen anders schreiben. Ich könnte auch hier das mit nicht machen, also das einfach umdrehen. Was allerdings in Madcat nicht gibt, ist das Until. Ja, in Madcat gibt es nur das While. Ja, das bitte beachten. Ich habe mich mal jetzt in Madcat hier nur für eine Schreibweise entschieden. So, kommen wir zur nächsten Wiederholform. Und das wäre jetzt eine fußgesteuerte Schleife. Das könnte man so formulieren: Mache das Fenster auf und zu, bis es kaputt ist. Ja, man sieht schon an der Formulierung, jetzt steht die Wiederhol- oder Abbruchbedingung am Ende. Schauen wir uns das Flussdiagramm dazu an. Halt, das sind wir hier zurück. Also hier müssen wir hin. So sieht das Ganze jetzt im Flussdiagramm aus. Haben wir wieder unseren Start. Hier geht das Flussdiagramm los. Und man sieht jetzt, man geht sofort in den Schleifenrumpf hinein. Ja, also die fußgesteuerte Schleife wird also mindestens einmal ausgeführt. Warum? Weil die Wiederhol- oder Abbruchbedingung am Ende steht. Sie zu schlaufen, den Teil, der wiederholt werden soll, mindestens einmal, kommen dann zur Wiederhol- oder Abbruchbedingung, entscheiden jetzt hier, ob das Ganze nochmal durchlaufen werden soll, ja, oder ob sie das Ganze beenden, ja, ob das quasi weitergehen soll im Code oder ob in dem Fall wäre das hier zu Ende. Ja, wir sagen also Window, ich habe mal eine andere Bedingung gewählt. In dem Fall nehme ich jetzt hier Window is broken, also Window ist kaputt. Ja, wenn das wahr ist, breche ich ab. Wenn das nicht wahr ist, also kann man es natürlich auch formulieren, dann wird das Ganze wiederholt. Ja, ich habe bewusst mal eine andere Formulierung gewählt, auch um Ihnen zu zeigen, dass man das so oder so formulieren kann. Schauen wir uns mal an, wie das im Struktogramm aussieht. Das war jetzt hier mal das Instruktogramm übersetzt. Auch hier sieht man wieder, das ist der Schleifen, sogenannte Schleifenrumpf. Hier sieht man die Bedingung, die Anweisung, die quasi wiederholt ausgeführt werden sollen. Und hier sieht man dann in dem Fall ist es eine Abbruchbedingung. Also Window is broken. Until Window is broken. So kann man das ins Flussdiagramm einbauen. Ins Flussdiagramm sage ich schon, ins Instruktogramm. Ja, und auch hier sieht man ganz deutlich, das Ding wird auf alle Fälle mindestens einmal ausgeführt. Ja. Interessant ist ja auch nochmal die Diskussion, dieser Algorithmus ist weniger stabil als der mit der kopfgesteuerten Schleife. Warum? Dadurch, dass der im Prinzip mindestens einmal ausgeführt wird, kann es passieren, dass das Fenster bereits vor der Schleife kaputt ist. Ja, ich nehme an, das Fenster ist bereits kaputt und jetzt versuche ich das zu öffnen und zu schließen und das geht gar nicht, weil es eben kaputt ist. Insofern würde man quasi von dem Absturz des Programms dann sprechen, weil das quasi in eine Situation geführt wird, die ich jetzt als Programmierer nicht berücksichtigt habe. Ja, das ist natürlich dann wieder bei dem anderen Beispiel, ich zeige es nochmal, bei der kopfgesteuerten Schleife ist es natürlich dann wesentlich besser gelöst, ja, weil hier prüfe ich quasi zuerst, ist das Fenster okay, und erst dann kann ich kann natürlich in der Regel nur ein Fenster öffnen und schließen, was auch in Ordnung ist, ja. Dieser Algorithmus wäre für dieses konkrete Beispiel die bessere Variante, man würde auch sagen, die stabilere Variante, weil es da zu solchen Problemen nicht kommen kann, dass das Fenster quasi bereits vor der Schleife bzw. vor der Wiederholung defekt ist. Gehen wir wieder zurück zur fußgesteuerten Schleife, also hier das Flussdiagramm, dann Struktogramm. Schauen wir uns jetzt mal das in Madcat an. In Madcat haben wir folgendes Problem. Da müssen wir ein bisschen tricksen. Da gibt es keine fußgesteuerte Schleife. Ja, das ist in Madcat nicht vorgesehen. Wir können uns aber eine fußgesteuerte Schleife bauen. Ja, wie macht man das? Ich nehme einfach eine
kopfgesteuerte Schleife und setzt die auf Dauertrue. True ist in Madcat mit 1 kodiert. Das Ding ist quasi, läuft jetzt hier, wenn ich sage while 1, ja, damit sage ich while ist true, also das ist quasi jetzt eine Endlosschleife, das Ding läuft endlos und die Bedingung ist quasi auch immer erfüllt, deswegen er läuft dann sofort hier rein, wiederholt das und jetzt muss ich natürlich hier zum Schluss über eine einseitige Verzweigung hier die Abbruchbedingungen noch mit einbauen. Das heißt, ich prüfe jetzt hier, jetzt haben wir hier quasi das eingebaut. Ist das Window broken? Also ist es kaputt? Wenn ja, gebe ich den Befehl break ein. Break beendet die Schleife vorzeitig. Ganz wichtiger Befehl, den man hier wissen sollte. Also über break können Sie quasi eine Schleife vorzeitig verlassen, ja, unabhängig von der Wiederholbedingung, weil die Wiederholbedingung bleibt natürlich auf Dauer true. Ja, aber ich kann sie jetzt zusätzlich einfach hier abbrechen. Das macht der Befehl break. Ja. Ja, so können, müssen Sie in Madcat das implementieren, weil es halt da keine fußgesteuerten Schleifen vorgesehen sind. Aber man kann das halt dann so schreiben. Es sieht natürlich unschön aus, aber man sieht, es ist theoretisch möglich, sowas zu machen. Schauen wir uns schnell an, wie das in Madcat geht, wie man das ja eingeben würde. Ich gehe also hier wieder auf Programmierung. Wo haben wir es hier? Und schmeiße zunächst hier die an, ach, die Anweisung, ne, erst das weiter, hatte ich gesagt, also hier. While, als hier rein, jetzt habe ich mich hier verklickt. Das ist beinahe selber falsch gemacht. Ja, ich muss natürlich mit einer kopfgesteuerten anfangen, weil es gibt ja nur kopfgesteuerte. Also gehe jetzt hier auf While, setze das auf 1, also True. Jetzt hole ich mir hier meine Anweisung rein, die hier wiederholt werden soll. Die hole ich mir von hier oben, kopiere die. Und das können wir hier löschen, der ist ja einfach mitgekommen von hier. Und füge jetzt hier zusätzlich noch eine einseitige Verzweigung ein über If. Prüfe jetzt hier, ob das Fenster broken ist. Ist broken. Ja, und wenn das so ist, dann gehe ich hier auf Break. Hier finden Sie den Befehl Break. Also mit dem können Sie quasi eine Schleife vorzeitig abbrechen. Ja, das sehen Sie auch hier kurz erläutert. Im Übrigen gibt es noch ein Pendant dazu, das Continue. Ja, das fügt quasi eine neue Wiederholung ein. Ja. Und überspringt dadurch, können quasi mit Continue, wenn Sie meinetwegen jetzt hier ein Continue einbauen würden, ich zeige es Ihnen nochmal ganz kurz, weil es passt hier gerade rein, dann würden Sie quasi das hier wieder anfangen. Ja. Mit Continue würden Sie quasi den Rest überspringen. Ja. Wenn man sowas hätte mit einer Endlosschleife. Also mit Continue können Sie quasi jetzt sagen, okay, schau den Rest gar nicht mehr an und beginne wieder am Anfang der Schleife. Dazu ist der Befehl Continue da. Also hier und dann sag mal hier Break. Das habe ich vergessen, das einzufügen. Break. Ja, damit können Sie eine Schleife vorzeitig beenden, bleiben aber theoretisch hier in dem Programm drin. Also ja, theoretisch könnten Sie es auch mit Return machen, wobei Return beendet das komplette Unterprogramm. Ja, während Break nur die Schleife beendet. Ja, und nehmen an, Sie hätten jetzt hier noch weitere Anweisungen. Was weiß ich hier, schreibe irgendwas rein, ja, und hier auch noch eine Anweisung. Das sehen wir hier exemplarisch für zwei weitere Anweisungen stehen. Mit Break wird er quasi nur die Schleife beenden und macht dann hier weiter. Würden Sie hier Return eingeben, mache das hier nochmal zum Vergleich. Na, jetzt haben wir es raus. Ja, Return. Dann würden Sie quasi das gesamte Unterprogramm verlassen und Sie sehen hier hinten noch so einen Platzhalter. Wir können ja in Madcat nur Funktionen programmieren und hier gibt man normalerweise einen Rückgabewert rein. Ja, zum Beispiel kann man das Fenster jetzt nur, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, das Fenster zurückgeben. Ja, also im Unterschied zu Break würden Sie die gesamte Funktion verlassen. Das heißt, Sie würden auch diese Anweisung nicht mehr anschauen bei Return. Ja, und bei Break würden Sie quasi hier nur die Schleife verlassen, aber diese Anweisung würden noch ausgeführt. Und wenn halt Ihre Schleife, Ihr Programm nur aus der Schleife besteht, ja, wie in unserem Fall, dann können Sie natürlich auch Break oder Return synonym verwenden, ja, weil da kommt ja eh nichts mehr danach. Ja, dann können Sie, dann, wenn Sie jetzt hier die Schleife verlassen, verlassen Sie auch automatisch das Unterprogramm, ja, und deswegen könnten Sie sowohl Return als auch Break verwenden. Allerdings aufpassen, bei Return müssen Sie noch angeben, was soll die Funktion zurückgeben. Ja, bei Break nicht, weil Sie ja normalerweise nur die Schleife damit verlassen. Ich hoffe, ich konnte das hier erläutern.
Ich wechsle mal zurück jetzt hier wieder in die Präsentation. Also so müsste man das implementieren. Wenn man unbedingt auf eine fußgesteuerte Schleife benötigt den Madcat, muss man den Umweg gehen über eine kopfgesteuerte Endlosschleife, die man dann mit einer einseitigen Verzweigung am Ende der Schleife dann mit dem Befehl Break dann abrechnen kann. Schauen wir uns noch schnell an, wie das in VBA aussehen kann. Im VBA gibt es fußgesteuerte Schleifen, da muss man nicht so rumtricksen. Ja, Sie kennen ja noch von der Kopfgesteuerten diese Do-Loop-Geschichte. Also mit Do wird eine Schleife eingeleitet, mit Loop wird sie quasi beendet. Das Einrücken kann man machen, muss man nicht machen. Das ist einfach nur eine Art, eine Stilsache, lässt sich natürlich so viel besser lesen. Und jetzt kann natürlich hier oben entweder die Abbruch- oder Wiederholbedingung stehen oder halt hier unten. Das kann Abbruch wäre until und Wiederholung wäre while. Und hier sehen Sie wieder verschiedene Schreibweisen, wie man das theoretisch ausdrücken könnte in VBA. Okay, so viel zu der Iterationsschleife, wenn sie fußgesteuert ist. Es gibt noch eine andere Schleife, die wir auch relativ häufig brauchen in Madcat, und zwar ist das die sogenannte Zählschleife. Ja, bei den Iterationsschleifen war es ja so, egal ob Sie jetzt kopf- oder fußgesteuert sind, da wissen Sie normalerweise nicht, wie oft Sie durchlaufen müssen. Ja, Sie haben keine Ahnung, wie oft müssen Sie das Fenster auf und zu machen, weil es hängt dann immer an der Wiederhol- oder Abbruchbedingung. Und die C-Schleifen haben natürlich, die Iterationsschleifen haben natürlich dadurch die Gefahr, weil sie immer eine wiederholte Abbruchbedingung haben, dass sie sicherstellen müssen, dass diese Wiederhol- oder Abbruchbedingungen auch eintreten müssen. Wenn diese nicht eintreten oder schlicht vergessen wurden, ja, dann erzeugen sie damit Endlosschleifen. Ja, das bitte beachten. Und früher war das ziemlich nervig, wenn sowas passiert ist. Wenn Sie früher eine Endlosschleife programmiert haben, wo ich damals Programmieren gelernt habe, in den Anfang der 2000er Jahre, Ende der 90er, da waren die IDEs, das sind die Entwicklungsumgebungen, wo man damals programmiert hat, noch nicht so ausgereift, zumindest die ich damals hatte. Und bei einer Endlosschleife ist das gesamte Programm dann hängen geblieben. Ja, ich musste dann über einen Taskmanager das gesamte Programm runterfahren und habe natürlich dann auch Daten verloren. Und deswegen war man ein bisschen gebrannt. Nach zwei, drei Mal, wenn das passiert war, war man dann vorsichtig geworden bei der Programmierung von sogenannten Iterationsschleifen, dass da keine Endlosschleife passiert, weil die quasi nie abbricht. Ja, die läuft quasi endlos. Und heutzutage ist es, glaube ich, nicht mehr so. Heutzutage kann man die Schleifen dann auch abbrechen, meistens mit Escape oder so kann man dann klicken, so dass es nicht mehr ganz so schlimm ist, wenn Ihnen sowas passiert als Informatiker oder als Programmierer, dass man eine Endlosschleife programmiert. Zählschleifen haben den Vorteil, dass Sie genau vorher wissen sollten, wie oft durchlaufe ich das, und dann sage ich, okay, ich mache es halt dann nur n-mal. Ja, also das wäre jetzt mal auf unser Fensterbeispiel mal umgemünzt, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Da wird man einfach sagen, mache das Fenster 10-mal auf und zu. Also ich weiß vorher, bevor ich überhaupt in die Schleife reingehe, die soll 10-mal ausgeführt werden. Oder 100-mal oder nur einmal. Gut, einmal macht keinen Sinn, da brauche ich keine Schleife. Ja, das ist halt der Vorteil in der C-Schleife. Und machen wir das ja mal im Flussdiagramm zunächst. Ja, das sieht dann so aus. Beim Flussdiagramm sieht das ein bisschen komisch aus, weil das Flussdiagramm selber kennt keine C-Schleife. Ja, das Flussdiagramm, mit dem Flussdiagramm kann ich eigentlich nur Iterationsschleifen bauen. Ja, ich kann allerdings eine Iterationsschleife so bauen, dass sie wie eine C-Schleife funktioniert, indem ich mir da einfach hier einen Zähler einbaue. Ja, und das machen wir hier. Ich habe jetzt hier wieder, geht's ja los, bei Start. Jetzt, das ist hier mein Zähler. Den habe ich I genannt, den setze ich am Anfang auf 1. Und jetzt prüfe ich einfach, ob das i kleiner gleich kleiner 11 ist. Ja. Wenn das so ist, ja, wenn es kleiner ist, am Anfang ist es ja kleiner, dann mache ich das Fenster auf, mache es wieder zu. Jetzt muss ich den Zähler erhöhen. Ja. Streng genommen ist das natürlich eine Iterationsschleife. Und würde ich jetzt auf die Idee kommen, den Zähler nicht zu erhöhen, das heißt, ich vergesse das. Das mag jetzt vielleicht trivial klingen. Wie kann man sowas vergessen? Aber ich tue das hier mal durchstreichen. Kann ich das hier machen? Ja. Das wird so häufig, das passiert so häufig, interessanterweise. Ja, ist mir damals, glaube ich, auch so gegangen, ja, dass man oftmals, wenn man ja solche Schleifen programmiert, dass man vergisst, sei es jetzt aus Vergesslichkeit oder einfach, weil man das noch nicht so richtig gelernt hat und das einem noch nicht so richtig klar ist, wie das funktioniert, dass man vergisst, da einfach einen Zähler einzubauen, dass man den quasi hochzählen muss. Ich muss natürlich jetzt, wenn ich einmal durchlaufen bin, den Zähler hochzählen. Das macht man so und sagt, okay, i ist gleich der alte Zählerwert plus 1. Im Übrigen können Sie das Inkrement auch anders verwenden. Das muss nicht 1 sein, das kann auch 2, 3 oder 4 sein. Sie können das auch dynamisch setzen. Ja, das
Ist natürlich auch hier möglich, aber bleiben wir mal bei unserem einfachen Beispiel. Wir wollen es 10 mal auf und zu machen. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Inkrement von 1. Wir müssen immer um 1 erhöhen. Ja, und das haben wir quasi in i gleich 2. Jetzt kommt es wieder hier oben an. 2 ist immer noch kleiner als 11. Und das geht dann so lange, bis wir irgendwann bei 10 sind. Ja, der 10. Durchlauf. Jetzt haben wir hier die 10. Dann machen wir wieder auf, wieder zu. Jetzt erhöhen wir quasi nochmal um 1. Sind wir bei 11. Ja, und 11 ist nicht mehr kleiner als 11. Ja, wenn ihr kleiner gleich stehen würde, dann würde es noch durchgehen, aber ist ja quasi kleiner. Ja, das heißt, wir haben nur 10 Durchläufe. Ab dem 11. sind wir dann bei False und dann bricht er das Ganze ab. Ja, das heißt, eine C-Schleife wird im Flussdiagramm wie eine Iterationsschleife dargestellt, nur halt, dass sie dann Zähler eingebaut haben. Ja, hier dieses I. Hier darf man nicht vergessen, den Zähler hochzusetzen. Ja, das wird, sehe ich immer wieder bei im Unterricht, dass das vergessen wird. Und deswegen weise ich noch extra darauf hin. Ich tue es mal hier nochmal einrahmen, ja, dass Sie hier das wirklich ja, nicht unterschlagen. Kommen wir zum Struktogramm. Ich werde zunächst das Ganze im Struktogramm darstellen, wie es hier im Flussdiagramm ist, also die 1 zu 1 Übersetzung. Ich bleibe quasi bei einer Iterationsschleife, ja, und tue jetzt das Ganze wieder einfach nur übersetzen, 1 zu 1 ins Struktogramm. Wir haben hier diese Anweisung, ja, also i ist gleich 1, steht hier oben. Jetzt kommt hier unsere Wiederholbedingung, also für eine Iterationsschleife. Jetzt kommen hier die Anweisungen, Window Open, Window Shut und ganz wichtig ist hier nochmal, dass der Zähler hochgesetzt wird. Ja, hier, man sieht wieder hier, das ist der Schleifenkopf hier oben, ja, und hier unten haben wir jetzt die drei Anweisungen, die wiederholt werden müssen. Und das wird so lange gemacht, bis diese Wiederholbedingung quasi nicht mehr wahr ist. Das wäre die 1 zu 1 Übersetzung dieses Flussdiagramms mit Iterationsschleife in ein Struktogramm. Also auch hier wird quasi eine Iterationsschleife als Zählschleife, wenn man so will, will ich sagen, missbraucht, aber verwendet. Und jetzt werde ich nochmal eine andere Schreibweise zeigen, weil im Struktogramm, im Unterschied zum Flussdiagramm, mit dem Struktogramm können Sie auch Zählschleifen darstellen. Das zeige ich jetzt mal. Ja, jetzt haben Sie, sehen Sie die Form der Zählschleife. Ja, und hier haben Sie eine typische Zählbedingung. Sie haben quasi, das heißt, Sie fassen hier diese Anweisung und diese Anweisung gleich im Schleifenkopf zusammen. Ja, der Schleifenkopf besteht dann meistens aus einer For, also das Schlüsselwort ist For für eine Zählschleife. Bei einer Iterationsschleife ist es while, ja, oder until oder do, je nachdem, welche Sprache Sie verwenden. Und bei einer Zählschleife ist es meistens for. Sie setzen dann hier nach dem for den Startwert, also i ist gleich 1, also die Zählvariable und setzen das quasi diese Anweisung, erfolgt dann sofort im Schleifenkopf und bis wohin, ja, to. Und dann können Sie noch hier angeben, in der Regel noch die Schrittweite, ist das Inkrement jetzt 1, wie in unserem Fall, ja, soll es um 1 hochgezählt werden oder wenn Sie hier 2 eingeben, dann würde er halt zählen 1, plus 2 wäre dann also 1, 3, 6 und so weiter. Ja, das können Sie hier steuern. Wenn Sie jetzt nicht wollen, dass, wenn Sie hier nichts angeben, man kann das auch weglassen oftmals. Tun wir hier durchstreichen, wo ist mein Stift? So, dass, wenn man das weglässt, ist man automatisch 1. Ja, wenn Sie nicht wollen, dass das Inkrement 1 ist, dann schreibt man das meistens mit dazu. Ja, und dann finden Sie hier wieder unsere beiden Anweisungen dann, Window Open, Window Shut. Ja, also auch die bei der Zählschleife ist natürlich die Wiederholbedingung im Kopf. Ja, und es ist im Prinzip eine Zählbedingung, wenn Sie so wollen. Ja, also wird der Zähler, Startwert, das Inkrement und der Endwert werden gleich im Schleifenkopf oben festgelegt. Das ist natürlich eine wesentlich kürzere Schreibweise als die Iterationsschleife als Zählschleife verwendet. Und Sie haben den Vorteil, dass hier die Wahrscheinlichkeit wesentlich geringer ist, dass Sie Endlosschleifen programmieren. Ja, schauen wir uns mal an, wie das in Mathcad aussehen kann. Hier ist nochmal eine Implementierung in Mathcad. Zunächst hier oben nochmal, wenn Sie so wollen, die Wiederholung hier der Iterationsschleife als Zählschleife verwendet. Hier habe ich jetzt den Index mal 0 verwendet. Ja, normalerweise hätte man noch 1 nehmen können. Ich sage allerdings kleiner 10, deswegen komme ich auch wieder auf 10 Durchläufe. Ja, weil es ab der 10. Also er geht quasi nur bis zur 9, ja, weil die 10 ist dann nicht mehr kleiner 10, sondern kleiner gleich, aber das steht ja nicht hier oder gleich 10. Das heißt, er zählt einfach 0 und dann 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, also 9 Durchläufe. Also wenn Sie, man kann das genauso mit Index 0 machen, muss halt immer nur ein bisschen anders rechnen. Ja, und da haben wir hier die Wiederholbedingung hier oben. Wo ist denn mein Pointer?
Jetzt ist er wieder verschwunden. Das ist immer schwer zu sehen. Muss nochmal einschalten. Laserpointer, hier ist er. Hier haben wir die Wiederholbedingung, ja, wo der Zähler quasi abgeüberprüft wird. Dann wieder die beiden Anweisungen, Window Open, Window Shut. Und ganz wichtig ist hier wieder den Zähler hochzusetzen. Ja, interessanter ist natürlich jetzt, das wäre das ist nur eine Wiederholung, wie sieht das jetzt wirklich eine Zählschleife aus in Mathcad? Und das haben wir hier. Ja, Sie sehen das wieder relativ nah hier an unserem Struktogramm. Ja, genauso wie das auch nah am Struktogramm ist. Hier ist unsere Vorbedingung, die sieht ein klein wenig anders aus als jetzt in unserem, na, sag schon, in unserem Struktogramm. Ja, aber vom Prinzip her ist das ähnlich. Sie haben hier Ihre Vor, also haben die Schlüsselwörter sind gleich. Ja, dann haben Sie hier das I, das ist unser Zähler, und dann tun Sie quasi, da haben Sie so ein Elementzeichen, das kommt automatisch, und dann geben Sie einen Startwert an und dann den Endwert. Was hier noch fehlt, das habe ich vergessen noch hinzuzufügen, ist noch die Schrittweite, das zeige ich Ihnen noch gleich in Mathcad, und dann kommen hier die beiden Anweisungen, die wiederholt werden müssen. Dafür gibt es noch eine Kurzschreibweise. Man kann das noch ein bisschen abkürzen in Mathcad. Das sieht dann so aus. Also wenn jetzt das Unterprogramm nur aus der Schleife besteht, also nur aus der Vorschleife, ja, dann können Sie dann direkt mit der Vorschleife anfangen. Und auch hier, wenn Sie einfach sagen I-Element 10, dann tut das automatisch von 1 bis 10 hochzählen. Ja, das, so können Sie dann noch etwas kürzer das formulieren. Wobei ich zeige immer nur diese Schreibweisen, damit Sie nicht irritiert sind. Anfängern würde ich eher empfehlen, sich an die Standardschreibweisen zu halten, weil die einfach leichter zu lesen sind. Schauen wir uns das schnell an, wie das man das in Mathcad eingeben kann. Ich lösche das mal, nee, ich lasse mal hier rüber, falls ich noch ein bisschen kopieren will. Ich mache zunächst die ausführliche Schreibweise, gehe also hier auf Programmierung. Ja, dann fange ich hier an mit der Vorschleife, die finden Sie hier. Ich lege das i als mein Zählvariable fest, dann gehe ich hier rein. Und jetzt kann ich entscheiden, wenn ich hier auf Operatoren gehe, ob ich hier einfach nur einen Bereich wähle, dann ist das Inkrement automatisch 1. Das zeige ich mal zuerst. Also das wäre dann 1 bis 10. So, hier. Und jetzt kommt hier unsere beiden Anweisungen. Die kopiere ich mal gleich mal von hier. So, das nehmen wir wieder raus. Das wäre hier die Schreibweise, wo das Inkrement automatisch 1 ist. Und wie können Sie jetzt steuern, das Inkrement? Dazu kopiere ich mir das hier einfach mal, nehme das wieder raus, beziehungsweise Sie können einfach hier ein Komma eingeben und dann hier den nächsten Wert, das wäre dann die 2. Ja, das wäre jetzt dasselbe wie hier. Hier macht er automatisch 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier geben Sie es an. Wenn Sie allerdings jetzt hier den Wert ändern auf 3, dann würde er folgendermaßen zählen. Ich kann das hier mal zeigen. Sie können das auch hier rausnehmen einfach und dann hier herkopieren, auf Ist gleich gehen. Dann haben Sie folgende Zählweise: 1, 3, 5, 6 und 9. Ja, dann würden Sie theoretisch hier andere Schrittweiten ins Spiel bringen, wenn Sie das brauchen. Ja, während diese Schreibweise hier zeige ich, kann auch nochmal rauskopieren und anzeigen. Das wäre dann, würde halt, also das Inkrement wäre hier 1 und hier wäre es im Prinzip 2. Ja, 1 und 2 macht 3, 3 und 2 macht 5, 5 und 7, 5 und 2 macht 7 und 7 und 2 macht 9. Und dann ist man natürlich am Ende angelangt. Dann das wäre dann, ja, mit einem gesteuerten Schritt. Im Übrigen, das können Sie mit dem Komma einfach eingeben oder Sie können das auch hier oben, wo ist es? Hier. Ja, so eingeben. Dann finden Sie hier dann die Platzhalter dafür. Einmal hier den Startwert, dann hier den nächsten Wert und hier unten den Endwert. Letzter Punkt noch, die Kurzschreibweise. Ja, auch die kann ich ganz kurz zeigen. Wenn die Funktion nur aus der Schleife besteht, ja, dann können Sie auf das hier verzichten. Dann können Sie gleich mit der Schleife anfangen. Ja, und dann sagen wir einfach hier i. Und wenn das Inkrement 1 ist, dann genügt einfach zu sagen, okay, i ist Element 10. Dann tut er 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Einfach hochzählen. Und der Rest ist natürlich dann gleich. Hier dann die Wiederholbedingungen eingeben, das löschen. Und das wäre jetzt hier die Kurzschreibweise. So kann man sie in Mathcad eingeben. Ja, zum Schluss nochmal ganz kurzer Blick ins VBA, wie man das dort machen könnte. Hier sieht man auch wieder, ist wieder sehr ähnlich hier dem Struktogramm, ja, auch dem Mathcad-Code nicht so fremd, dass der VBA-Schreibweise ist sogar dem Struktogramm jetzt noch ähnlicher als vielleicht der Mathcad-Code, ja. Und hier sieht man auch wieder hier unsere Voranweisung. Die Schlüsselwörter waren früher immer do while, ne, do loop, Entschuldigung, do loop. Und bei for ist das einfach for next, ja. Das, also zwischen vor und next stehen dann im Prinzip die Teile, die wiederholen müssen. Hier weiß ich, okay, bei vor geht die Schleife los, da ist der Schleifenkopf
und bei Next hört sie auf. Aufpassen, bei einer Zählschleife muss die Zählbedingung immer am Anfang stehen. Ja, Sie können sie nicht einfach hier bei Next dahinter schreiben. Ja, das geht nicht. Und dann setzen Sie einfach hier unser i ist gleich 0. Also wo geht das losgehen? In dem Fall wäre es der Index 0. Ja, bei VBA ist es auch so, dass im VBA läuft normalerweise, wenn Sie die Zählschleife verwenden, um irgendwelche Felder zu durchlaufen, dann ist auch der Index 0. Ja, das haben wir noch am Rand bemerkt. Und dann sagen Sie bis wohin und dann können Sie den Step noch einstellen. Hier hinten über das Schlüsselwort Step. Das können Sie auch weglassen, wenn Sie das müssen Sie nicht schreiben. Wenn Sie das weglassen, dann wäre das Inkrement immer automatisch 1. Hier sehen Sie nochmal die anderen Schreibweisen. Wenn man das hier als Iterationsschleife, kann man das theoretisch auch implementieren. Ja, das wäre jetzt diese Schreibweisen hier oben. Okay. Zum Schluss noch eine letzte Form der Wiederholung, nämlich die Rekursion. Die Rekursion selber ist eine Wiederholungsform, die meiner Erfahrung nach wohl am schwierigsten verständlich ist. Deswegen habe ich sie hier auch auf Ende geschoben, dieses Vortrags. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, weil sie, so glaube ich, in der Realität kaum bis gar nicht vorkommt. Ja, also ich habe es mal versucht zu formulieren. Ich möchte bei unserem Fensterbeispiel bleiben. Ich will jetzt nicht ein neues Beispiel anfangen. Wenn wir das mal versuchen, mit Rekursion auszudrücken, dann könnte man das so formulieren. Solange das Fenster okay ist, mache es auf und zu, übergebe das Fenster an ein Unterprogramm, ansonsten gebe das Fenster zurück. Und Sie merken schon an der Formulierung, ich bin ja gezwungen, hier auf Begriffe der Informatik, beziehungsweise sogar der Programmierung auszuweichen, weil ich das zumindest meines Wissens in der Realität, mit dem normalen Begriff in Realität gar nicht formulieren kann. Ja? Also falls jemand eine Idee hat, wie Rekursion in Realität vorkommt, kann mir gerne so in die Kommentare schreiben. Also mir ist da jetzt kein Beispiel bekannt. Schauen wir uns das mal am Flussdiagramm an. Ich glaube, da wird es vielleicht ein bisschen deutlicher, wie man in der Rekursion funktioniert. Und zwar hier haben wir mal ein Beispiel. Ich mache mal meinen Pointer wieder an. Laserpointer. Flussdiagramm sehen wir jetzt hier. Es geht los mit Start. Ja, und wir beschreiben hier quasi eine Funktion mit diesem Flussdiagramm. Das erkenne ich daran, dass ich hier am Ende was ausgebe, nämlich hier ein Objekt. Ja, also ein Fensterobjekt, wenn man so will. Und ich habe auch eine Eingabe hier oben. Ja, wobei eine Eingabe kann auch eine Prozedur haben, aber eine Ausgabe hat nur eine Funktion. Und die Eingabe wäre auch wieder ein Fensterobjekt. Ja, ich gebe quasi dem Unterprogramm beziehungsweise der Funktion mein Fenster. Das Unterprogramm macht irgendwas damit und gibt dann das Fenster wieder zurück. Ja, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Ja, was macht jetzt das Unterprogramm mit dem Fenster, wenn ich es übergeben habe? Es prüft, ob das Fenster okay ist. Ja, wenn es okay ist, dann macht es auf, macht es wieder zu. Ja, und jetzt kommen wir zur Rekursion und dann ruft sich das Unterprogramm quasi selber wieder auf. Ja. Es nimmt das Fenster und übergibt sich das quasi wieder an sich selbst. Ja, es klingt ein bisschen absurd, aber in der virtuellen Welt, in der Programmierwelt geht sowas halt. Ja, deswegen, da macht das durchaus Sinn. Ja, da kann man sowas machen. Ergibt sich quasi das Fensterobjekt wieder an sich selbst, ja, und kommt wieder an und dann läuft die Funktion quasi nochmal durch. Ja, und wird wieder geprüft, ob es okay ist, ja, oben auf und dann tut es wieder an sich selbst übergeben. Ja, so geht das hin und her. Und das ist auch eine Form der Wiederholung. Ja, das sieht man ja auch. Ja, aber es ist keine Schleife. Ja, weder eine Zählschleife noch eine Iterationsschleife. Es ist vom Charakter her auch eine Iteration. Also es ist keine Zählwiederholung. Ja, wir wissen auch nicht, wie oft wir das machen. Ja, es ist eigentlich so lange, bis das Fenster eben nicht mehr okay ist. Und wenn das nicht mehr okay ist, wenn das also hier false ist, ja, was macht es dann? Dann gibt es das Objekt wieder zurück. Ja, und so kann es passieren, ja, dass sich das Unterprogramm quasi, keine Ahnung, ja, ich sage mal eine Zahl, 100 Mal selber aufgerufen hat. Ja. Und das würde theoretisch bedeuten, dass es dann auch 100 Mal wieder zurückgibt. Ja, bis es dann wieder bei der ersten Funktion angekommen ist, die sich quasi selber aufgerufen hat. Ja. Das ist, wie gesagt, es ist eine sehr, ja, abstrakte Geschichte, aber wie gesagt, sie funktioniert in der Programmiersprache und manchmal ist es auch eine ganz elegante Art, auch vielleicht auch sinnvolle Art, halt Wiederholung durchzuführen, ja, über solche Funktionen, beziehungsweise man nennt das dann halt Rekursion. Ja, man sieht hier, wir haben hier keine echte Wiederholkontrollstrukturen drin, sondern was wir drin haben, ist einfach nur eine zweiseitige Verzweigung kombiniert mit einer Funktion. Ja, das geht natürlich nur mit Funktionen.
Okay, schauen wir uns mal an, wie das Mad Cat aussehen könnte. Das ist hier mal das in Mad Cat implementiert, wobei ich wieder dazu sagen muss, das wird in Mad Cat so nicht funktionieren. Das ist reiner Pseudocode, mir geht es ja nur um die Schreibweise. Ja, aber man könnte auch sowas in Mad Cat theoretisch formulieren. Und zwar schreibe ich hier eine Funktion, die nenne ich Window Breaker. Ja, und der übergebe ich ein Objekt, Window, also ein Parameter, da, als das Fenster quasi als Parameter. Jetzt definiere ich jetzt hier, was soll die Funktion machen, also im Programmieranweisen. Jetzt kommt hier meine zweiseitige Verzweigung. Also ich prüfe zunächst, ob das Fenster okay ist. Wenn ja, dann mache ich es auf, mache es zu und jetzt ruft sich die Funktion wieder selber auf. Übergibt das Fenster wieder quasi an sich selbst und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ja, das macht sie so lange, bis irgendwann das Fenster nicht mehr okay ist. Dann gehen wir hier in den Else-Block und dann gibt die Funktion sich selber quasi, diese Anweisung, das Fenster, nicht sie selber, gibt die Funktion quasi das Fenster wieder zurück an das Hauptprogramm oder an das Programm, was die Funktion aufgerufen hat. Ja, das eigentliche Programm. Das ist natürlich am Anfang die Funktion selber. Ja, nehmen wir an, die Funktion, wie gesagt, hätte ich quasi 100-mal aufgerufen, dann gibt sich die, dann tut die Funktion quasi das Fenster wieder 100-mal an sich zurückgeben. Ja, also bis irgendwann wieder bei der ersten Funktion angekommen ist von sich selbst und dann muss ja irgendeiner die Funktion aufgerufen haben, ja, entweder ein Hauptprogramm oder ein anderes Programm und dann die reißt dann wieder zurück, ja. Aber man kann auch eine Rekursion in MATCAT durchaus implementieren, nur halt diese Form, dieses Beispiel wird in MATCAT so nicht funktionieren. In VBA würde das eher Sinn machen, sowas zu programmieren, wobei das also mehr Sinn als in MATCAT, aber praktisch auch nicht wirklich Sinn. So wird das in VBA aussehen. Wir müssen in dem Fall jetzt hier mal eine komplette Funktion schreiben. Ja, vorhin haben wir nur so Teil, haben wir nur die Kontrollkonstrukte uns angeschaut. Jetzt schauen wir uns hier eine gesamte Funktion an. Im VBA wird das eingeleitet mit dem Schlüsselwort Function. Ja, das müssen Sie ganz am Anfang hinschreiben. Damit sagen Sie dem Interpreter, dass Sie hier eine Funktion definieren wollen. Also mit Function geht das los und mit EndFunction hört das auf. Alles, was dazwischen steht, gehört dann halt zu dieser Funktion. Ja, genauso wie hier. Alles, was hier innerhalb dieses Striches hier steht, gehört zu diesem Unterprogramm. Und da es im VBA halt nur also Funktionen gibt und Prozeduren, müssen Sie unterscheiden. Also die gibt eine andere Schreibweise, SAP, das wäre dann die Prozedur. Ja, die Prozedur kann im Prinzip keine Objekte zurückgeben. Ja, die macht im Prinzip nur irgendwas, wie zum Beispiel eine Zelle grün, ja, eine Zelle grün färben oder kann halt irgendwas anderes ausführen, aber sie gibt nichts zurück, also sie gibt keine Daten zurück. Ja, wir haben eine Funktion, die gibt Daten zurück und das passiert hier. Hier geben Sie quasi an, also man erkennt eine Funktion daran, dass es hier Function steht und dass hier hinten, wenn Sie typisiert arbeiten wollen, hier hinten noch angegeben wird, was gibt die Funktion zurück. Sie gibt quasi ein Objekt zurück. Hier haben Sie noch den Namen der Funktion, Destroy Window heißt die hier. Hier oben hieß die Window Breaker, hier heißt sie Destroy Window. Wie Sie das nennen, ist im Prinzip egal. Ja, Sie müssen noch zusammenschreiben, ist ganz wichtig, nicht getrennt irgendwie und dürfen keine Sonderzeichen verwenden. Das ist nur am Rand und in Klammern steht dann auch ähnlich wie hier oben jetzt der Funktionsparameter. Es gibt ein Funktionsparameter, also hier dieser, der heißt Object Window. Und dann kann man auch, wenn man typisiert arbeiten will, noch angeben, was für ein, von welchem Datentyp ist dieser Parameter. Und in unserem Fall ist das quasi ein Objektdatentyp. Ja, das Fenster ist quasi als Objekt definiert werden. Okay, das ist quasi hier der Kopf, das ist was hier steht, ist es quasi hier nochmal. Sie sehen es ein bisschen ausführlicher, weil man kann halt im VBA noch ein bisschen mehr machen diesbezüglich, als jetzt im MATCAT oder was jetzt hier oben steht, wäre jetzt dieser Kopf. Ja. Dann haben wir geht das, kommt jetzt hier unsere zweiseitige Verzweigung, die geht jetzt hier los mit if und hört dann hier auf mit end if und ist also zweiseitig, haben also noch ein else mit drin. Ja, das wäre jetzt das hier oder das und das. Ja. Dann prüfe ich jetzt hier ab. Hier ist die meine Bedingung. Ist das Fenster okay? Dann kommt noch ein denn. Was soll dann passieren? Das ist auch nochmal so ein Schlüsselwort. Damit sehe ich, okay, hier zwischen if und then stehen halt immer die Bedingung. Und dann kommt nach dem denn, das ist immer in der nächsten Zeile. Was soll dann passieren? Das ist quasi das hier. Ja, es kommt diese drei Anweisungen: Window open, Window shut. Ist klar, machst Fenster auf, machst es zu. Und jetzt ruft er sich wieder selber auf. Das sieht jetzt hier ein bisschen kompliziert aus. Das liegt einfach daran, weil die Funktion ein Objekt zurückgibt. Ja, und jetzt muss ich quasi den Rückgabewert dieser Funktion, ja, den ich so definiere, hier sage, okay, der Rückgabewert dieser Funktion ist der Rückgabewert der Funktion, die ich jetzt aufrufe. Und das bin ich aber selber. Ja, also rufe ich quasi selber auf und übergibt dann das Fenster wieder an sich selbst. Wie gesagt,
ich gebe es gerne zu, ist ein bisschen verwirrend, aber ja, es geht halt in der Programmierung. Und das macht wieder so lange, bis das Fenster eben nicht mehr okay ist, dann kommt ein else und jetzt gibt sich quasi das Fenster wieder direkt zurück. Ja, also das wäre jetzt diese Schreibweise, damit definieren Sie quasi den Rückgabewert der Funktion, indem Sie einfach den Funktionname aufrufen, nochmal, und dann dahinter schreiben, was soll die zurückgeben. Im Madcat, ja, im Madcat ist, muss ich gestehen, da habe ich hier noch die Kurzschreibweise verwendet, das ist eigentlich gar nicht so klug gewesen. In Madcat müsste normalerweise hier unten noch stehen, ich tue es mal kurz andeuten mit dem Stift. Also, die würde funktionieren, die Schreibweise. Ich habe blöderweise die Kurzschreibweise verwendet, aus alter Gewohnheit. Aber normalerweise müsste hier, man sieht den Stift immer so schlecht, hier noch, na, ich werde es einfach mal durch den Film anhalten und kurz einfügen. So, ich habe jetzt nochmal schnell die Schreibweise ins Madcat nochmal ein bisschen aktualisiert. Also, normalerweise war das die Schreibweise, die ich vorhin gezeigt habe, die würde auch von der Notation her funktionieren. Ja, der Rückgabewert gibt man im Madcat normalerweise bei einer Funktion immer zum Schluss an, ganz hier unten. Ja, so normalerweise. Aber wenn Sie nichts weiter angeben, wird immer das zurückgegeben, was zuletzt steht. Ja, in unserem Fall würde das zuletzt stehen, deswegen gibt er das Fenster zurück. Ja, so geben Sie in Madcat bei einer Funktion den Rückgabewert aus. Ja, Sie können das aber auch so schreiben, dadurch, dass die Funktion ja nur aus dieser zweiseitigen Verzweigung besteht, kann man sich diesen Strich ja auch sparen und kann direkt nur die zweiseitige Verzweigung eingeben. Das wäre hier die Kurzschreibweise, ja, oder etwas gekürzte Schreibweise, ja, einfach hier direkt if eingegeben und dann das else. Sie sehen, es wird hier rot, das versteht er natürlich nicht, ja, er hat gesagt, dass man kann das zwar nur so schreiben, aber er versteht das nicht, ja. Und hier nochmal eine andere Schreibweise, die auch funktionieren würde mit einer einseitigen Verzweigung. Hier prüfen Sie einfach ab, ist das Fenster okay? Ja, und wenn es okay ist, dann oben öffnen und wieder an sich selber übergeben. Und wenn es eben nicht mehr so ist, dann gibt er das Fenster zurück. Ja, so könnte man das theoretisch auch in Madcat, wie gesagt, rein von der Notation her schreiben, funktionieren würde es nicht. Ja, ja, und ich habe versucht, nochmal ein paar andere Schreibweisen zu zeigen, die vielleicht auch noch ein bisschen näher am VBA-Code sind. Ja, also man sieht auch schön, glaube ich, jetzt in dem Vortrag, dass man die Dinge, die man hier so geplant hat im Flussdiagramm, man dann unter Umständen auch anders formulieren kann. Ja, wenn bei der Implementierung. Ich hätte es im Flussdiagramm jetzt nicht unbedingt anders machen können, aber wenn Sie es implementieren, kann ich es manchmal so implementieren, wie es hier gezeigt ist. Aber ich könnte manchmal dann auch je nach Programmiersprache auch noch andere Schreibweisen verwenden, die zum selben Ergebnis führen. Gerade im VBA haben Sie ja gesehen, da habe ich oftmals drei, vier, fünf verschiedene Schreibweisen dann noch gezeigt. Ja, das ist, man kann es, es gibt da keine Regel oder oftmals ist es so, dass man das nicht komplett eindeutig übersetzt. Ist ja ähnlich wie bei einer anderen, wenn Sie Sprachen übersetzen, ist es ja oft so, dass man die, da geht es nur um den Content, um den Inhalt. Ja, es sind auch, wenn Sie so wollen, sind das auch eine Art Sprache. Ja, das Flussdiagramm hat seine eigene Sprache, dann Madcat hat eine gewisse Sprache und oder auch VBA hat eine gewisse Sprache. Im Endeffekt geht es um den Inhalt, ja, was kommt am Ende raus, aber man kann das so oder so formulieren. Ja, das vielleicht auch noch mal ein bisschen als ein kleiner Erkenntnis in diesem Kurs. Letzter Hinweis noch: Sie haben wahrscheinlich das Struktogramm hier vermisst. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob man eine Rekursion überhaupt mit dem Struktogramm ausdrücken kann. Ich habe leider nichts gefunden und mir fiel da auch nichts ein, wie man das über ein Struktogramm machen kann. Ja, Sie sehen, es ist eine Sonderform. Falls jemand da was kennt, weiß, wie das geht, Struktogramm, schreibt es mir in die Kommentare, ich lerne gerne was dazu. Also ich habe nichts gefunden diesbezüglich und ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wie das geht. Im Übrigen auch die Flussdiagrammdarstellung, die ist hier, kommt hier frei von mir. Die Rekursion selber ist meines Wissens nicht wirklich genormt, ja, was hier Flussdiagramm angeht. Die anderen Darstellungen schon, also Zielschleife, beziehungsweise eigentlich nur die Iterationsschleife. Flussdiagramm kennt ja nur eine Iterationsschleife. Und das habe ich mir mehr oder weniger jetzt kreativerweise selber jetzt hier so ausgedacht. Beim Flussdiagramm habe ich mir meine beim Struktogramm hat mich meine Kreativleiter verlassen. Also da, wie man das ausdrücken kann im Struktogramm, das weiß ich leider nicht. Ja, behalten Sie im Hinterkopf, die Rekursion ist eine Sonderform. Gerade als Anfänger muss man wissen, dass es sie gibt. Man muss sie allerdings vielleicht nicht als unbedingt als Anfänger schon verwenden können. Mit der Zeit, wenn man ein bisschen Routine bekommen hat in der
Programmierung und dann mit die anderen Wiederholungsformen, die jetzt wichtiger sind, Iterationsschleife und C-Schleife, wenn man die beherrscht, dann kann man vielleicht dann irgendwann mal anfangen, sich hin und wieder auch mal mit einer Rekursion zu beschäftigen. Ja, vielen Dank, ja, für Ihre Aufmerksamkeit. So viel zu Kontrollstrukturen im Allgemeinen und zu Wiederholungen.